Hallihallo, Freunde. Ihr seht, es ist dunkler, die Atmosphäre ist gruseliger und es ist bald Halloween. Zu diesem Anlass gibt es also ein etwas gruseligeres Video heute. Ich habe nämlich eine erschreckende Erkenntnis gemacht. Die meisten von euch kennen vermutlich den Nintendo 3DS. Doch die wenigsten von euch dieses Spiel dazu. Das hier ist Pilot Wings Resort. Eigentlich ein spaßiges kleines Flugspiel, wo man über Woohoo Island itself rumfliegen kann. Ein paar Missionen machen kann, dies, das, Ananas. Aber irgendwas ist faul. Sehr faul. Ursprünglich wollte ich eigentlich nur ein lustiges Video zu dem Spiel machen, bis ich mir die grausame Wahrheit enthüllte. Aber fangen wir am besten einfach mal beim Titelbildschirm an. Oh shit, das ist es! Ha, meine Kindheit, sie lebt wieder auf! Da, 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 da. Credits! Das war's, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein. Oh, chillig, schaut euch das an. Sieht Woohoo Island nicht wunderschön aus? Weil das ist so geil. Wer ist sie denn? Hot oder not? Schreibt es in die Kommentare. Bitte wähle einen Mii-Charakter. Pedobär? Auf gar keinen Fall. Diddy, mit der besten Frise aller Zeiten. Let's go. Unterschreiben? Na gut, dann geben wir mal unsere Unterschrift. Auch wenn ich nicht viel davon halte. Wow! Heftige Unterschrift. Oh mein Gott. Nicht, dass ich jetzt irgendwas unterschrieben habe, was sie meine Organe haben können. Soweit so normal. Abseits von der Unterschrift, warum auch immer man die geben soll. Alles chillig. Doch dann passierte das hier. Stimmt, der Freiflugmodus. Genau, mit dem Raketengurt. Ja. Alter, cinematisch. Oh, wir fallen gar nicht so schnell, wie ich dachte. Stirbt man, wenn man auf dem Boden landet? Aber das, was es für mich wirklich ausgemacht hat, ist so zu tun, als würde man spazieren gehen. Warte, wir versuchen zu landen. Genau so. So bin ich spazieren gegangen. Das habe ich zu 90% meiner Zeit als Kind gemacht. Mit dem Speed. Und das hat mir gereicht. Und genau dort hörte der Spaß auf. Denn dort machte ich die erste unheimliche Erkenntnis. Wisst ihr, was ich allerdings ein bisschen weird finde hier? Dass wir komplett alleine hier sind. Auf dieser gesamten Insel, egal wo wir hinschauen, es ist nicht ein Mida. Aber was hat diese komplette Stadt ausgelöscht? Hier, die Siedlung, wo früher die Mies gewohnt haben. Ein verlassenes Auto, ein überlichtetes Haus. Es sind nicht mal Spuren, dass die Mies irgendwie weggeflogen, weggefahren sind. Die einzige, die wir gesehen haben bisher, ist diese blonde Olle. Irgendwas stimmt auf dieser Insel nicht. Und es liegt an uns herauszufinden, was passiert ist. Im Freiflugmodus würden wir wohl erstmal nicht mehr Informationen sammeln können. Also wurde es nun Zeit für die Mission. Stimmt, es gab so viele Missionsdinger. Und nach Platin gibt es noch Stern. Und ich dachte als Kind wirklich, dass es das wirklich gäbe. Also es gibt Goldmaterialien, Platinmaterialien und Sternmaterialien aus Sternen. So dumm. Die erste Mission ist mit dem Flugzeug. Warte, was muss ich drücken, um loszufliegen? A? Okay, A. Nee, B? Muss ich nach oben drücken, nach unten? Ich weiß nicht mehr, okay, okay. Ich meine, kommt man nicht, wenn man schüttelt oder so, boosten? Aber ich kann nicht schütteln, weil ich bin nicht bei einem 3DS. Oh mein Gott, diese Steuerung ist so schwammig. Oh mein Gott, ist so nach links und rechts. Doch dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Vielleicht ist das hier wirklich gar nicht mal Woohoo Island, sondern ein Fake Woohoo Island. Eine Replika. Ui, ui. Easy. Aber wir sind noch keinen Schritt weiter gekommen, um herauszufinden, ob das überhaupt das echte Woohoo Island ist. Ballon zerberster. Normalerweise zerberste ich ja andere Sachen. Weil schau mal, es ist niemand hier. Es fühlt sich alles so leer und kalt an. Bei Wii Fit immer so da lang gejoggt. Die ganze Welt war voll mit Leuten. Das war's. Was? Was war das für eine ass-schnelle Mission? 3 Sterne. Apropos, jetzt Paraglider-Time. Nein, da sieht man meine hässliche Frise. Goddammit. So vom Ding her ist das schon chillig, ne? Ihr müsst euch vor... Oh mein Gott, ist das langsam. Bro, ist das langsam. Oh mein Gott. Ich könnte hier wirklich einschlafen, also das ist wirklich... Oh, Digga, was ist denn heute los? Digga, ich muss nicht mal was drücken. Was ist das, Alter? Und ich habe gar nicht den Satz beendet, den ich angefangen hatte, als wir die Mission angefangen haben. Ich werde sie in der nächsten Mission beenden. Okay, wieder Flugzeug. Wasserlandung. Ah, und so boostet man mit A. Mit A, A, so boostet man A, A, A. Was ich gerade eben sagen wollte ist, an sich ist das schon chillig für so den 3DS, weil auf dem 3DS man ist so unterwegs, sitzt in der Bahn und dann kann man einfach so chillig dieses Game zocken und so ein, zwei Missionen fetzen und wieder ausmachen. An sich irgendwie auch fresh für ein 3DS-Spiel. So viel also zu, ob das Spiel gut oder schlecht für den 3DS ist. Doch bei der nächsten Mission sammelte ich ein weiteres Indiz für die Fake Woohoo Island-These. Landezone, also wieder landen. Wir einfach da hinten landen. Warte, ich starte mal nicht neu. Ich werde meinen eigenen Weg machen. Oh mein Gott, hier. Wisst ihr noch damals? Basketball? Es ist so komisch, dass hier alles leer ist. Sass. Ich habe vergessen, dass man ein bisschen sanfter landen muss. 0 Punkte kriegen wir. Nein, das war ass. Das war viel zu ass. Nein, 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 das machen wir nochmal.
69! Very nice! Nun kam die letzte Mission von Amateur und ich stellte eine weitere These auf. Oder auf dieser Insel ist gerade immer noch wirklich Corona. Und deswegen ist hier niemand. Es ist immer noch, wie nennen wir das nochmal, Lockdown. Warte mal, wie landet man überhaupt? Wie werde ich langsamer? Ah, das Spiel hat nicht gehört. Ich bin doch safe viel zu schnell. Ich werde sterben. Diddy hat sich vielleicht die Füße gebrochen, aber er ist gelandet. Wir brauchen aber schon 3 Sterne, sonst mega cringe. Yes! Okay, nice, sehr gut. Und jetzt, wie schalten wir das frei? Gibt's eine coole Animation? Gibt's irgendwas? Coole Animation, Digga, das war alles. In diesem Moment ging ich ganz kurz weg von den Theorien und gab Nintendo eine mega geile Videospielidee. Stellt euch vor, wie wild das wäre. Man macht so diese Missionen, man denkt sich nichts dabei, man denkt sich so, boah, voll das chillige, normale Game. Aber ein bisschen komisch, dass niemand hier ist. Auf einmal Zombie-Apokalypse. Das Spiel ändert sich komplett und man muss gegen die Mies auf Boohoo Island, die alle infiziert sind, kämpfen. Doch dann kam mir noch eine weitere These in den Kopf. Vielleicht war dieses Spiel ein Statement von Nintendo oder ein Teaser, dass Mies irgendwann sterben werden und nur die Erinnerung in Wii Sports Resort verbleibt. Okay, jetzt landen wie eine 1 plus Sternchen 7 auf dem weißen. Ich meinte roten, ich bin farbenblind. Farbenblind, so wie Logan Paul. Let's go, easy. Thermische Aufwinde fliegen mit Hilfe der Thermik durch die Ringe. Tempo niedrig, wir sterben gleich einfach. Vielleicht finden wir irgendjemanden, der hier noch lebt. Scheiß mal auf die Mission. Lass danach mal mit dem Flugzeug rumfliegen. Wobei nein, mit dem Jetpack rumfliegen und irgendwas Lebendes finden. Oh, das wird keine graziöse Landung. Aua, 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 aua. Wieder die Beine gebrochen, aber ist okay. Und damit ab in den Freiflugmodus, um irgendetwas Lebendiges zu finden. Vielleicht sind ja wirklich Leute im Vulkan. Das ist das erste, die erste Destination. Wir gehen jetzt mal in den Vulkan. Was ist mit diesem Vulkan los? Das ist Fake Woohoo Island. Das muss Fake Woohoo Island sein. Erinnert ihr euch an den Vulkan bei Wii Party Schwertkampf? Was? Wii Sports Resort Schwertkampf? Der Vulkan war viel größer. Vielleicht finden wir irgendwo noch Leben. Matt! Diddy, du hast es also wirklich geschafft. Du bist auf Woohoo Island in der Zukunft. Aber es ist nicht real. Was? Matt, was redest du da? Was ist hier passiert? Wo sind alle Mies? Das würdest du wohl gerne wissen. Aber leider werde ich dir die Antwort nicht geben können. Nicht mal ich habe die Macht, das zu tun. Ich würde ebenfalls verschwinden. Aber was sollen wir tun? Die Gang, wie können wir dir helfen? Ich werde es allein hier raus schaffen. Finde die Wahrheit heraus. Finde heraus, was auf Woohoo Island passiert ist. Whee! Matt, nein, geh nicht! Ihr habt Matt gehört. Wir müssen weitersuchen und die Wahrheit ans Licht bringen. Gott verdammt, nicht mal Matt konnte dem standhalten, was auch immer hier passiert ist. Aber ich habe ein Gefühl, wir sind nicht schnell genug mit diesem Ding hier. Wir fliegen auf die anderen beiden Inseln dort rüber mit dem Flugzeug. Vielleicht finden wir dort ja Hinweise, was passiert ist. Gesagt, getan. Finden wir Leben. Wir fliegen auf die anderen Inseln. Erst diese kleine da. Okay, Insel Nummer 1. Aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendjemand. Auch keine Höhle irgendwie da drumherum oder so? Ah, nee, sieht schlecht aus. Wir müssen zur anderen Insel, da wo immer Golf gespielt wird. Imagine, wir kommen da an und so 30.000 Mies spielen einfach Golf. Es ist einfach Golfsaison auf Woohoo Island. Das ist der Plot Twist. Doch auf dem Weg zu der Golfinsel sah ich das hier. Da! Ein Schiff! Ein Lebender! Wer auch immer du bist, wir kommen, um dich aus diesem verfickten Fake Woohoo Island rauszuholen. Nein! Die Zeit! Hä, wo ist er? Ist er im Schiff drin? Die Zeit! Die Zeit! Die Zeit! Geh weiter runter mit der Kamera! Fake Woohoo Island hat uns rausgeschmissen. Das war nicht ohne Grund. Wir müssen wieder rein zu diesem Schiff. Ich bereite mich auf die Landung vor. Okay, wir sind gelandet, Leute. Wir sind gelandet. Wer ist da drauf? Hä, da ist niemand. Da ist legit auch niemand. War da vielleicht gerade eben jemand? Und jetzt nicht mehr? Oh, wir waren so nah dran. Knappe Kiste. Also zurück zum Ursprungsplan. Wir fliegen auf die Golfinsel. Wir haben nur 24 Sekunden, um über die ganze Insel zu fliegen. Leute, hallo! Ich mache einen Aufschrei. Hallo! Vielleicht dort drin? Aber es sieht nicht danach aus. Ein einsames Auto. Auch hier ist niemand. Irgendwie kam ich so nicht mehr weiter und langsam bekam ich es mit der Angst zu tun. Also kam ich auf diese Idee. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir das Rätsel nicht lösen können. Deswegen werden wir dem Rätsel einfach entkommen. Wir fliegen so weit raus, wie wir nur können. Wir fliegen in die Sonne. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir sind schon so weit weg von der ganzen Insel. In den Sonnenuntergang, Leute. Wir werden fliegen. Wir werden ziehen. Wir werden Neues erleben. Wir treten aus der Simulation aus. Und damit bringen wir die Mies wieder auf die Switch. Auf der Switch wird ab jetzt in jedem Spiel ein Mies sein. Wir müssen es schaffen. Wir fliegen in den Himmel. Come on. Come on. Wir sind raus aus der Nein. So kommen wir gerade nicht weiter. Wir müssen die Mission weitermachen. Diese Mission können wir eigentlich nur mit einer epischen, gottlosen Montage machen. Kommen wir dem Rätsel auf der Spur. Let's get it. Oh, da ist es. Ich muss das Geheimnis unbedingt lüften. Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir pushen jetzt durch. Vielleicht hat es auch irgendwas mit diesen Ringen auf sich. Vielleicht retten wir damit die Seelen der verstorbenen Mies. Landung. Dann machen wir mal ein Foto vom Leuchtturm. Let's get it. Noch eins.
eins. Und das war's. Und wo landen wir jetzt? Oh, wie geht das? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Ah, ich bin so verwirrt. Und dann realisierte ich es. Diese Mission wollte uns was sagen. Wisst ihr, wo es uns gerade hintreibt? Ich glaube, wir gehen gerade zu diesem versteckten Haus. Hier, wir müssen dorthin. Dort werden wir unsere Antwort finden, Leute. Wer wird dort sein? Was sagt die Info? Keine besondere Aussicht, aber gut geschützt vor Stürmen? Was? Was? Es macht alles jetzt Sinn. Das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben. Es ist ein Sturm über Wuhu Island reingebrochen. Dieser Sturm hat nicht nur Wuhu Island fast zerstört, sondern auch jegliche Menschenseele ausgerottet. Und genau deswegen gibt es auch keine Mies mehr bei der Nintendo Switch. Die einzige, die überlebt hat, war die Blonde. Und wisst ihr auch warum? Dieser Sturm hat sie nicht getroffen, weil sie ist eine Flugbegleiterin. Sie war im Flugzeug währenddessen. Aber wer ist in diesem Haus? Habt ihr das Klopfen gehört? Eine Person hat überlebt, aber wer? Nein! 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 Das Spiel ist für ein 3DS-Spiel, glaube ich, ganz okay. So eine Mission, zwei Missionen machen, dann den 3DS wieder wegstecken, ist okay. Aber Gott verdammt, ist dieses Spiel boring. Dieses Spiel ist so fucking boring. Also abschließende Bewertung, 5 von 10.